Natur. So wie ihr es wolltet. Ganz kurz nochmal vorweg, vitasomal.de, meine Supplements. Ich wurde ein bisschen überrannt von euch. Die Anfrage war so hoch, dass es zu verzögerten Versandzeiten kommt. Und Mittwoch, Dienstag werden die neuen Chargen sozusagen rausgesendet an euch. Nur damit ihr euch nicht wundert, warum der Versand etwas länger dauert, kommt aber alles. Und alle Produkte sind auch wieder erhältlich. Darum geht es aber nicht in diesem Video. Und zwar viel, viel wichtiger möchte ich euch zeigen, 4 Mittel, wie ihr sozusagen eure neuronale Plastizität, das heißt eure Gedankenkraft, Nervenkraft und so weiter, wieder auf das jugendliche Alter zurücksetzen könnt. Und das ist ziemlich einfach. Also, es gibt 2 Alterungserscheinungen, ja? Also, erst immer so Falten, Gelenke und diese alle Sachen, graue Haare. Aber was die meisten Menschen gar nicht so auf den Fokus haben, weil sie wahrscheinlich schon Alzheimer haben und das nicht auf den Schirm haben, die neuronale Sache, ja. Es gibt 2 Alterungsstufen, also neuronal und das, was wir halt so sehen, ja. Und ohne die, vergleichsweise zum Auto, ohne die Elektrik geht das Auto nicht mal an, ja. Und die Elektrik-Äquivalenz gesehen zu uns sind die Nerven bei uns, ja. Das ist so wichtig halt, ja. Es gibt 3 Alterungsursachen, ja. Ihr kennt sicherlich einige. Drückt mal auf Pause und seid mal ehrlich zu euch. Könnt ihr alle 3? Ja, da bist du ja wieder. Herzlichen Glückwunsch, dass du nicht auf Pause gedrückt hast. Also, die erste ist ganz klar oxidativer Stress, ja, kennen wir alle. Durch Radikale wird unsere DNA beschädigt und so weiter, ja. Des Weiteren Entzündungsmarker, ja. Entzündungszytokine, das heißt, mehr Botenstoffe werden ausgesendet an den Körper, dass mehr Entzündung gefördert werden soll und eventuell deine Körperzellen selbst angegriffen werden, ja. Und dann noch ganz, ganz wichtig, Mikroglia-Aktivität, ja. Habt ihr noch nie gehört? Gar nicht schlimm. Sind Teile des Neuroglias in deinem Gehirn. 15-20% machen das aus, ja, von der Masse her. Und das ist sozusagen die Polizei in deinem Gehirn. Die töten Bakterien, Viren und so weiter, ja, Parasiten. Und diese produzieren dann H2O2 und Stickstoffmonoxid. Das kennen wir aus dem Arginin, habe ich im letzten Video erklärt. Und damit töten sie Pathogene, ja. Wenn diese ständig aktiviert werden durch ungünstige Einflüsse natürlich, ja, oder auch Schwermetalle und so weiter, kann es sein, dass dein eigenes Gewebe dadurch geschädigt wird, ja, oder du falsche Zellen aufbaust, die wieder zerstört werden müssen. Das sind die 3 Ursachen, okay, der Alterung. Also, und zwar um Parkinson und Alzheimer und so mal erstmal zu verstehen, ja, ein ganz einfacher Satz, den werde ich auch mal kurz hier versuchen irgendwie zu übersetzen auf Deutsch für euch, ich blende den auch hier nochmal ein. Also erhöhte Entzündungszytokine, ja, wie ich gerade erklärt habe, Marker und komplementäre Proteine, ja, werden dann dementsprechend produziert von Gliazellen, Mikroglia und Asterozyten, ja. Und diese sind dann letztendlich zuständig oder verursachen dann letztendlich das Alzheimer, Parkinson und neurodegenerative Prozesse. Sind ein paar Begriffe zu erklären, ja? Also, Gliazellen sind dementsprechend die Nährzellen für deine Nerven, ja? Bieten Nährstoffe. Mikroglia haben wir gerade erzählt, die Polizei. Und Asterozyten, die schützen deine Nerven, okay? Ganz einfach. So, aber viel wichtiger, neurodegenerative Prozesse. Was heißt dieses Wort erstmal, ja? Krankheit kann man ganz leicht definieren, indem man sagen kann, wenn dein Körper der Regeneration nicht mehr nachkommt und degenerative Prozesse die Überhand nehmen, wirst du krank. Okay? Dein Körper kann sich immer selbst regenerieren. Wenn er das nicht mehr schafft, hat die degenerative Prozesse die Überhand. Okay? Dann wirst du krank. So, neurodegenerativ, ne? Das heißt, die Nervenzellen kommen der Regeneration nicht mehr nach, ja? Und werden dadurch gestört. Dadurch kommt es zu Alzheimer. Was viel wichtiger ist, komplementäre Proteine habe ich eben noch erwähnt. Ja, was heißt das überhaupt? Komplementäre Proteine. Das sind bestimmte, Globuline, Proteine, die in deiner Leber sozusagen produziert werden, ist alles nicht so wichtig, aber was wichtig ist, dass bestimmte weiße Blutkörperchen, ja, andere Zellen markern damit, ja, und wenn dieses Protein da gemarkert ist, ja, an dieser Zelle, dann können dort andere weiße Blutkörperchen andocken und diese ganz einfach so zerstören. Okay? Und erst wenn das passiert ist, können sie die zerstören, ja? Weil dann können sie letztendlich in dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip eingreifen, ja? So. Vorher passt das halt nicht, ja? Und das passiert auch mit deinen eigenen Zellen, okay? Und damit sprechen wir hier von einer Autoimmunkrankheit, ja? Ganz, ganz wichtig, ja? Jetzt wissen wir, was das ist und wie wir dem entgegenwirken können und so weiter, kommt alles noch in diesem Video, ja? Es gibt zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, die anscheinend den Stress senken können, ja? Oxidativen Stress. Und habe ich alles erklärt im OPC-Video, ja, 10% deiner Kapazität geht hoch, Radikale zu puffern und so weiter, bei 200 Milligramm schon am Tag, alles alter Käse, aber
Was noch viel wichtiger ist, dass ebenfalls durch diese Supplemente, ja, beziehungsweise Nahrungszuführen von bestimmten Nahrungsmitteln, von bestimmten kritischen Nährstoffen, eine synaptische Plastizität passiert. Und das ist ein ganz, ganz schönes Wort. Plastizität, Plastikformbarkeit, ja, deine Synapsen werden wieder geformt, ja, so wie sie sollen, damit sie wieder funktionieren, ja, ganz wichtig. So, und zwar gibt es eine sehr, sehr interessante Studie, und zwar wurden dort 4 Nährstoffe getestet. Ich erkläre euch gleich, welche das sind, ja. Die Wissenschaftler haben diese NT020 genannt. Sehr bekannt unter Wissenschaftler, kein Arzt kennt sie. Wie bitte? Sehr geil übrigens, ja. Und auf jeden Fall, diese vier Stoffe wurden dann getestet, und zwar mit Mäusen, wurden ein Versuch gemacht. Ganz viele Platten wurden ausgelegt, und alle Platten, bis auf eine, ist immer um 1 Zentimeter gesunken, jede Stunde nach einem bestimmten Ton, der erscheinen ist, ja. Und dann haben die Mäuse alle kurz nasse Füße bekommen, und eine Platte halt eben nicht. Von da aus konnten sie direkt ins Warme wieder flüchten. Und irgendwann wurde gemessen, inwieweit bestimmte Mäuse, das heißt die 4 Wirkstoffe bekommen haben und die 4 Wirkstoffe nicht bekommen haben, sich aufhielten in Nähe dieser Platten oder diese Platte immer wieder fanden. Ja? Und man sieht ganz, ganz klar studienbasiert, dass die diese 4er-Kombi nicht genommen haben. 4, also doppelt so hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass sie sich entfernt haben von dieser Platte. Ja? Und das ist hier sehr, sehr signifikant. Ja? Und jetzt wird die Hypothese aufgestellt, dann dementsprechend, ob das letztendlich Einfluss hat auf die Stammzellteilung. Ja? Und das kann man relativ einfach messen. Also wurde getestet dementsprechend ein Zellteilungsmarker. Ja? Ein bestimmtes Protein zum Beispiel, was vermehrt ausgeschüttet wird, wenn Zellteilungen passieren. Das wurden gemessen, ja, KL67 heißt das hier, dober Name, ist egal. Und zwar sieht man hier ganz, ganz klar, mehr als doppelt so hohe Zellteilungen in dem Gewebe gefunden von den Säugetieren, die letztendlich diese 4er-Kombi zu sich geführt haben, ja. Das Ganze wollte man nicht dem Zufall überlassen, und zwar ein weiteres Protein wurde gemessen, das ist auf dem DCX-Gen, und das wird vermehrt komprimiert, das heißt abgelesen, wenn Neuronenreifung passieren muss. Okay? Und damit ebenfalls, hier studienbasiert, doppelt so hoch die Ausschüttung davon, ja, in dieser 4er-Kombination von Doppelkortin. Also jetzt wollt ihr ganz, ganz sicherlich wissen, worum es sich handelt in dieser 4er-Kombination, ja. Und das ist gar nicht so, das ist ganz leicht zu sagen. Also als allererstes, ich nenne noch die Reihenfolge, für mich am wichtigsten erscheint, Vitamin D. Danach Carnosin ist eine Aminosäure, dann Blaubeere, dann grüner Tee. Carnosin, vielleicht noch ganz kurz, ist eine Aminosäure, ein Dipeptid-2-Aminosäure, also aus Arginin und Histidin. Das ist eine basische Aminosäure. Warum Aminosäuren basisch sind, kann ich ganz kurz erklären. Eine Lösung ist sauer, wenn ganz viel Protonen darin gelöst sind, ja? Ganz viel H+. Und wenn ein Stoff H+ aus der Lösung rausziehen kann und binden kann, ist es eine Base, weil es macht die Lösung immer weniger sauer. Okay? Ganz logisch gesehen, ja? Und man sieht hier ganz klar, dass an der Aminogruppe, an der NH2-Gruppe, noch ein H, das heißt ein Proton, noch addiert werden kann. Ja? Und das ist jetzt einfach nichts anderes, als dass dem als Base fundiert, dann dementsprechend die Aminosäure. Okay? Also, und jetzt habe ich noch eine weitere kostenpflichtige Studie gefunden, die getestet hat, Mäuse bei Schlaganfall zum Beispiel, ja, wenn Gewebe zerstört wird zum Beispiel beim Schlaganfall, ja, und wieder diese Kombination, ja, Vitamin D, Grüntee, Blaubeer und Carnosin, ja, und man sieht hier ganz, ganz klar, dass 4- bis 5-fach weniger Beeinträchtigung, es zu einer 4- bis 5-fache weniger Beeinträchtigung kam, nach dem Schlaganfall aufgrund dessen zu führen, weil weniger Narbengewebe gebildet worden ist, bei der Gruppe, die letztendlich dieses NT020 bekommen hat. Sehr krass. Und warum ich diese Studie ausgewählt habe, ist jetzt noch viel, viel krasser. Also, ebenfalls Schlaganfall wieder, und danach wurde getestet, ja, ganz, ganz wichtig, BRDU, ja, das ist Bromdesoxyuridin, ja. Und jetzt fragt sich jeder, was ist das? Halb so wild, ja. Also, Moment, ich muss mal in den Fokus hinkriegen. So, also, halb so wild, ja. Das ist letztendlich nichts anderes. Und ihr habt das hier irgendwo aufgeschrieben. Also Desoxyribose 5-Bromuracil, ja. Und was ist das? Also es ist einfach nur ein Analog zum Thymidin, ja. Also lösch das einfach alles, was ich gerade gesagt habe. Viel einfacher. DNA-Splitte, ja. Und an diesen DNA-Doppelbasen seht ihr zum Beispiel immer Thymin, Adenin, Guanin, Cyanin, kennt ihr alle, ja. Und das ist sozusagen ein Abkömmling davon. Wenn eins davon gemessen wird und erhöhten Konzentrationen vorkommt, ist klar, dass mehr
DNA gebildet wird und damit mehr Gewebe aufgebaut wird. Ja? Und man sieht hier, die Konzentration von dessen ist fünffach höher in denen, die letztendlich diese kritischen Nährstoffe eben bekommen haben, diese Vierer-Kombination. Und damit auch schwarz auf weiß, dass mehr Regeneration passiert. Und jetzt können wir ganz klar sagen, wie alle Ärzte sagen, Nahrung hat keinen Einfluss auf deine Gesundheit. Falsch. Dankeschön, Markus. Das ist totaler Blödsinn. Man sieht hier ganz, ganz klar, wenn man richtige Nährstoffe zuführt, regeneriert der Körper 4- bis 5-fach höher. Das ist schwarz auf weiß jetzt eben mal belegt worden, dass wenn man die richtigen Nährstoffe zuführt, der Körper sich immer wieder regenerieren kann. Immer wieder. Egal, was passiert ist. Schlaganfall, scheißegal, alles. Und lasst euch keinen Scheiß erzählen von wegen, wir haben hier genug Vitamin D und es ist alles gut, wir brauchen nicht, wir essen ein paar Pilze und legen uns im Winter in die Sonne und dann ist alles... Nein, lasst euch das bitte nicht erzählen. Bitte, bitte nicht, okay? Also, steht hier schwarz auf weiß, NT020 erhöhte neuronale Differenzierung von geformten Zellen nach Schädigung, ja? Und dazu muss man kein Wissenschaftler sein, um das hier zu sehen, ja? Also, wurden drei verschiedene... Teilungsmarker wurden ebenfalls wieder eingesetzt hier, ja, gar nicht so wichtig welche, aber A ist wieder dieses NT020-Gabe, ja, diese vier Werkstoffe. Und D ohne, B mit, E ohne, C mit, F ohne. Man sieht ganz, ganz klar, viel mehr Zellteilungsgewebe, ja, da muss man kein Spezialist für sein. So, weiter. Also, warum Blaubeere überhaupt? Ja, warum nicht irgendein anderes Grünzeug? Das zeige ich euch einmal jetzt, ja. Und zwar geht es dabei um die Neurotransmitter, die kennen wir alle, ne? Dopamin, Acetylcholin, Adrenalin und so weiter, dass eine Nervenweiterreizleitung passiert, ja. Und da gibt es einen bestimmten Stoff, der heißt GABA, ja, das ist eine, also Gamma-Amino-Buttersäure, ja, also auf Englisch A, Acid, ne. Und diese reinigt immer deine Neurotransmitter dementsprechend wieder weg, ne, dass deine Nerven gut funktionieren können, ja. Und zwar, wenn ich das jetzt hier finden würde, zeige ich euch das einmal an einer Kontrollgruppe, ja. Zum Beispiel Spinat. Und zwar, wenn man nur Spinat zugegeben hat und eine Kontrollgruppe kein Spinat, sieht man ganz klar, wie ruhiger die Nerven verlaufen, ja. Wie gut sie gesteuert werden dadurch, ja. Und wenn wir das jetzt weitertreiben, zum Beispiel mit Adrenalinrezeptoren und dessen Sensitivität zu GABA eben, was die Neurotransmitter sozusagen antagonistisch ist zum Neurotransmitter, dann sehen wir da ganz, ganz klar, dass es dazu kommt, dass die Beeren eben überlegen sind dem Grünzeug, ja? Höhere GABA-Sensitivität, ja? Und Glutathion ebenfalls überlegen, ja? Das heißt, Glutathion ist ein antioxidatives ja, Molekül, eine Aminosäure, die dein Körper selbst produziert. Und das kann angeregt werden. Und zwar sehen wir hier mehr durch Beeren als durch Grünzeug, ja? Und, naja, und ich meine, Vitamin D sollte jedem klar sein. Wenn wir uns die Metastudienlage einmal anschauen zu Vitamin D, dann ist klar, dass Alzheimer-Patienten einen signifikant niedrigeren Vitamin D-Spiegel hatten, ja? Und es unerlässlich ist für die Zellteilung das Vitamin D, ja? Aber nicht nur das, sondern, also Grüntee, ja, ist auch klar, warum das genommen worden ist, weil es Matcha zum Beispiel einer der höchsten ORAC-Werte hat, die höchste Kapazität, Radikale zu puffern. Kann meiner Meinung nach besser substituiert werden mit zum Beispiel OPC, am besten noch liposomal, aber gut. Und Carnosin, ja, diese Aminosäuren, nur diese beiden Aminosäuren, ja, sehen wir, wenn diese verabreicht worden sind bei einem Schlaganfall, ja, doppelt so wenig Zellschädigung dadurch und doppelt so, also doppelt so viele überlebende Zellen nach einem Schlaganfall, ja, und doppelt so klein Radius von dem Schlaganfall-Narbengewebe, ja, nur durch Carnosin schon, ja, und damit ist es wirklich sehr, sehr sinnvoll gewählt, diese Vierer-Kombination, die ich jetzt nochmal nachrecherchiert habe, wirklich ganz, ganz toll. Das war's wieder vom Video, ich hoffe, ihr konntet sehr, sehr viel lernen, der Akku ist jetzt gleich leer, ich muss mich schnell beeilen, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, teilt das Video sehr, sehr, sehr gerne und es ist so katastrophal, dass keine Ärzte diese Kombination kennen einfach, das ist einfach katastrophal, finde ich, und nein, ich reg mich nicht auf, ich bin einfach nur froh, dass ich das gefunden habe für euch und ich hoffentlich was geben konnte und euch helfen konnte. Teilt das Video sehr, sehr gerne für Menschen, die vielleicht halt in der Richtung halt Probleme haben. Und würde mich selber einen Daumen nach oben freuen, abonnieren und den Kanal mit einer Glocke versehen. Dann werdet ihr immer informiert, wann ein neues Video erscheint. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, danke, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Rohvegan Unlimited.